So, ich habe die ganze Zeit von irgendwelchen Kräften gesprochen und dann habe ich mal so ganz schnell hier so F1 rangeschrieben und dann habe ich meinetwegen hier irgendwo F2 hingemalt, Gesundheit. Und dann habe ich mal eine F3 vielleicht so gemalt und ich habe aber einen ganz bestimmten Sinn damit verfolgt. Also diese Kräfte, wie sie hier sind, deren Pfeil deutet an, in welche Richtung sie wirken und mit welchem Richtungssinn. Richtung ist das hier, das Hin und Her, entweder in die oder in die. Und der Richtungssinn ist der. Hier nochmal, das ist die Richtung. Und der Pfeil deutet den Richtungssinn an, auch das hier. Solche Kräfte, das kann man sich mal merken, wie gesagt, jetzt noch nicht mitschreiben, einfach solche Darstellung, diese pure Darstellung, da sagt man dazu, entspricht Vektoren. Ein Vektor ist also eine gerichtete Größe. Die Darstellung entspricht Vektoren. Ein Vektor, mehrere Vektoren sind hier. Und damit man das ganz genau hinbekommt, schreibt man dann auch, wenn man weiß, dass die Kraft gerichtet ist, schreibt man also Beispiel für die Schreibweise FG und macht einen Pfeil darüber. Dann ist damit angedeutet, die ist gerichtet. Gerichtet in eine bestimmte Richtung. FG könnte zum Beispiel, weil es ja die Gewichtskraft ist, so lang sein. Und ich komme gleich auf die Länge. Und nach unten wirken. Nach unten ist logisch. Dass eine Gewichtskraft nicht nach oben wirkt, das wäre albern, ne? Das geht noch. Aber was hat das mit der Länge zu tun? Also das hier könnte FG sein. Nun zur Länge. Und jetzt kommt ein Riesenvorteil. Wir hatten eben gerade einen Versuch gemacht. Und zwar zwei Schüler haben versucht, an einem Seil zu ziehen, jeder an einem Ende natürlich. Und ich hatte hier lumpige 50 Newton Gewichtskraft dran. Also Gewichtskraft 50 Newton ist nicht viel. Erst hat es einer alleine probiert, also 5 Kilogramm entspricht 50 Newton Gewichtskraft. So, und dann haben die hier wie die Verrückten gezogen. Der eine hierhin, der andere dahin. Und es ist nicht gelungen, hier tatsächlich einen Winkel von 180 Grad hinzubekommen. Also dieser Winkel ist immer kleiner als 180 Grad. Warum? Kommen wir gleich drauf. Aber jetzt haben die gezogen und haben bekundet, Donnerwetter. Die haben sich gegenseitig hin und her gezerrt und haben wirklich gesagt, also Mann, 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 da muss man richtig ziehen. Wie kann man jetzt aber, ohne dass wir mit ganz komplizierten mathematischen Verfahren rechnen, wie kann man das jetzt aber erreichen, dass man diese Gewichtskraft ausreichend genau auf 5% genau bestimmt? Und da gibt es jetzt erstmal noch eine Frage kurz vorher zum Verständnis und dann komme ich auf diese Methode. Ja, die Frage ist ja berechtigt. Ich habe ja diesen kleinen Pfeil hier oben, diesen Pfeil hier oben. Den habe ich, man malt ihn immer von links nach rechts. Heißt aber nicht, dass FG dadurch automatisch nach rechts gerichtet ist, sondern dieser kleine Pfeil über dem F deutet an, dass es ein Vektor ist. Ich meine damit ein. Ich könnte auch schreiben, ein Vektor FG ist gleich 50 Newton groß. Und jetzt sind wir schon in der Methode drin. Das heißt also, ich muss hier aus dieser Zeichnung irgendwas machen. Das Beste ist, ich mache nochmal eine Skizze. Ich schätze jetzt mal einfach, der Winkel ist nicht nur kleiner als 80 Grad, als 180 Grad, sondern konkret, wir tun mal so, angenommen, der Winkel sei 150 Grad. Nehmen wir an, wir hätten jetzt eben dabei gestanden und hätten, die beiden haben schon gezittert, so doll haben die gezogen, hätten gemessen, jawohl, das sind hier 150 Grad. Jetzt kommt die Methode. Nee, ich muss nochmal kurz ausholen. Nochmal zu dem Pfeil. Ich hatte ja was zu der Pfeillänge gesagt. Wenn ich zum Beispiel sage, jetzt kommt also nochmal zum Pfeil. Wenn ich zum Beispiel sage, das sind von hier bis hier 1, 2, 3,5 Zentimeter. 3,5 Zentimeter nehme ich als Pfeillänge und sage, weil mir das ganz gut in Kram passt, das entspricht in diesem Fall 35 Newton. Jetzt die Frage, wie lang müsste ich einen Pfeil malen, der 50 Newton entspricht dann? Also die Frage ist geklärt. Man nimmt natürlich solche Längen, die man auch zeichnerisch darstellen kann. 3,5 Dezimeter sind schon 35 Zentimeter. Ist größer als ein A4-Blatt, geht wohl kaum. Noch schlimmer wären 35 Dezimeter. 3,5 Millimeter ist vielleicht zu pieplich klein. Eins ist aber sicher, je größer ich die Pfeile darstelle, umso genauer wird es. So, demzufolge müsste dann
es so aussehen, dass ich sage, ich muss 5 cm nehmen, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, mache hier meinen Pfeil dran, wenn ich 35 Newton Gewichtskraft darstellen möchte. Also 5,0 cm entspricht dann 50 Newton. So, und jetzt kommt die Methode, jetzt kommt der Vorteil. Es ist wunderbar einfach. Ich sage ganz einfach hier diese Skizze mit Gewicht dran. Das machen wir mal besser. Wir sagen zu dem Gewicht, da sagen wir, das ist ein einziger Punkt, ein Massepunkt. So, und 50 Newton, nee, jetzt muss ich den doch woanders hinmalen. Jetzt male ich, das Ganze male ich jetzt mal hier besser in die Richtung. Und zwar 50 Newton hat man gesagt. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, das sei Fg. Und das mache ich da in diesem Punkt, wo ich nämlich, wo meine Kraft anfängt zu wirken. Also 50 Newton. Die 5 Zentimeter oder 50 Millimeter, die muss man jetzt nicht daneben schreiben. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt trage ich hier den entsprechenden Winkel an. Jetzt mache ich natürlich alles freihand. Und hier auch. Und jetzt bilde ich aus dem ganzen Kram ein sogenanntes Kräfteparallelogramm. Man darf nämlich Kräfte verschieben. Bloß ihr werdet gleich sehen, dass das jetzt hier nicht geht. Ich darf zum Beispiel diese Kraft, wo der eine Schüler dran gezogen hat, die darf ich hier von der Wirklinie auch ranmalen. Ich habe eine Gewichtskraft, das war Fg, die hat nach unten gezogen. Und hier habe ich Kraft von Schüler 1 und hier habe ich Kraft von Schüler 2. Jetzt hieraus aber etwas zu bilden, das bringt nichts. Jetzt zeige ich es mal, wie es von der Größe her hier auch auf diesen Schirm passt. Jetzt nehmen wir mal an, ich nehme nur 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen, dann komme ich nämlich besser hin und sage, das sind 50 Newton. 5 Kästchen. Ne? Und jetzt male ich hier oben den Winkel ran. Das waren ja meine 150 Grad, schön gleichmäßig. Das kann ich jetzt nur frei skizzieren. Und hier kommt die Kraft des anderen Schülers. Oh, die war nicht so gelungen. Dann kann man Folgendes tun. Ne, die ist immer noch nicht schön. Ich muss mich mal beugen. So. Man darf nämlich diese Kräfte, die beiden hier, die darf man verschieben. Und zwar so, dass sie ein Kräfteparallelogramm ergeben, sagt man dazu. Kräfteparallelogramm. Ich nehme erstmal Fg. Und damit ich die beiden großen nicht verschieben muss, schiebe ich einfach Fg mal hier oben rein. Und zwar Fg schiebe ich in die Richtung, nach oben. Und das mache ich dunkelblau. Fg 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen lang. Dann habe ich Fg-Strich. Das ist ja kein echtes Fg, sondern das ist ja ein neu gemaltes. Das kennt ihr vielleicht aus der Geometrie noch. So, und jetzt kann ich auch meine andere Kraft, nehmen wir mal Schüler 1. Ich mache die mal grün. Diese Kraft hier, die kann ich auch verschieben. Und zwar nicht hierhin, dann hätte ich nichts gekonnt, sondern ich verschiebe die einfach parallel hierhin. Hoffentlich gelingt es, ja. Dann habe ich hier F Schüler 1 Strich. Das war F Schüler 1. Nochmal hier oben. F Schüler 1. Die habe ich jetzt grün gemacht. Und jetzt kann ich F Schüler 2, die mache ich mal hellgrün, damit es besser auffällt, die kann ich auch verschieben. Die wirkt ja in diese Richtung. Das war F Schüler 2. Und wenn ich die jetzt hier rüber verschiebe, also so hier rüber, schön parallel, immer parallel verschieben, dann habe ich hier drüben, na, wenn es jetzt gelingt, F Schüler 2 Strich. So, Moment. Und jetzt kommt der Trick. Da ja die beiden Schülerkräfte nach außen hin wirken, die auch, muss ich sagen, okay, dann wirken die verschobenen Kräfte auch. Und zwar in die Richtung. Logisch, die habe ich dahin verschoben. Und da, wo sich der Schnittpunkt mit meiner Fg' ergibt, da habe ich die wahren Längen. Hier, von hier bis hier und hier bis hier. Und jetzt kann ich hier abmessen, wenn das 5 Kästchen waren und das meinetwegen jetzt 6 Kästchen sind und 6 Kästchen sind, hätte ich zum Beispiel hier 60 Newton und hier auch nochmal 60 Newton. Das heißt, mit
insgesamt 120 Newton Kraftaufwand habe ich nur 50 Newton gehoben. Das war jetzt schwer, weiß ich. Ich mache jetzt auch an der Stelle erstmal eine Pause, das können wir jetzt alles durchdiskutieren. Gute Frage. Diese Originalkräfte, hier diese, F-Schüler 1, F-Schüler 2, die originalen Kräfte, warte mal, machen wir es mal so, hier, die hier. Wenn die noch, ach so, wenn die länger gemalt werden, weil ich ja noch nicht weiß, wie lang ich die Pfeile machen muss, ist das überhaupt nicht schlimm. Hauptsache die Richtung stimmt. Die richtigen Längen ergeben sich erst, nachdem ich sie parallel verschoben habe und sie entsprechend alle sich geschnitten haben. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Also, das ist noch nicht schlimm. Weitere Fragen? Ich weiß, dass es zu Anfang schwer ist. Wir haben jetzt viele, viele Fragen beantworten müssen. Vor allem, ob das nicht mit weniger Gewichtskraft vielleicht doch gerade zu ziehen wäre. Ja, für die Praxis schon. Aber wir haben selbst mit mehreren Leuten dran gezogen. Wenn man genau hinguckt, es wird theoretisch nie gerade, denn dann müssten die nach außen ziehenden Kräfte nicht 60 oder vielleicht 300 Newton sein, sondern unendlich hoch. Kommen wir aber später in Mathe nochmal drauf, lässt sich alles irgendwie mathematisch ausdrücken. Jetzt gucken wir uns mal was anderes an. Und zwar, wir gucken mal von oben und sehen, zwei Hunde streiten sich. Die stemmen sich dagegen. Und zwar, wogegen stemmen sie sich? Naja, die haben beide, ich mache den mal rot, die haben beide ein Spielzeug oder weiß der Deibel was und das möchten die gerne jeder für sich haben. Wenn beide Hunde gleich stark sind, jetzt müsste eigentlich was klar werden, ne? Beide stützen sich und stemmen sich und knurren und krähen und machen sonst was für Lärm. So, und die ziehen beide, das machen wir mal jetzt etwas genauer. Und zwar sage ich ganz einfach hier das Rote. Das vereinige ich alles in einem Punkt und daran ziehen beide Kräfte. Nehmen wir den einen Hund hellblau, den anderen dunkelblau. Hier zieht hellblau. Und Moment, hellblau habe ich vielleicht ein bisschen knapp gemacht. Ich mache mal hellblau 1, 2, 3 cm lang, den Pfeil. Und wenn dunkelblau genau auf der anderen Seite zieht, 1, 2, 3 cm lang, jetzt kann man sich durchaus vorstellen, dass beide Kräfte, weil sie zwar, sagen wir hier wieder, F1 ist eine gerichtete Kraft, eine vektorielle Kraft, und F2 ist auch eine vektorielle Kraft. Jetzt kann man sich durchaus vorstellen, dass sich der Knochen oder das Spielzeug, das rote Ding, nicht bewegt. Jetzt kommen wir nämlich auf was anderes. Das heißt, wie war das? Wenn die Summe aller Kräfte, die auf einen Körper einwirken, null ist, dann bewegt er sich nicht oder behält seinen Bewegungszustand bei. Könnt ihr euch erinnern? Das war ganz zu Anfang, wenn es um gleichmäßige Bewegungen, unbeschleunigte Bewegung, dann ist die Summe aller Kräfte gleich 0 und das rote Ding bewegt sich nicht. Natürlich in der Praxis bewegt er sich doch. Denn der eine Hund, der knurrt und beim Knurren muss er wieder ein bisschen, lässt er ein bisschen Kraft und das geht immer hin und her. Aber praktisch bleibt das Ding wahrscheinlich an der gleichen Stelle. Anderes Beispiel, was das auch verdeutlicht, das ist ja unsere lose Rolle. Ich habe hier eine Rolle und habe hier eine Last dran. Bleiben wir wieder bei 50 Newton. Aber 1, 2, 3, 4, gut, bis hierher. 50 Newton. Und jetzt habe ich hier zwei Seile links und rechts. Und zwar hier. Und wie lang darf ich die maximal malen, jedes der Seile? 2,5 Kästchen, natürlich. Ich sage also, hier wirken die hier. Hier ist der Angriffspunkt, hier in diesem Fall. Okay. Dann mache ich hier 2,5 Kästchen. Ein halbes habe ich schon. Eins, zwei. Also waren die zu lang. Ja, dann muss ich von hier eins, zwei. Das ist meine Gegenkraft und das auch. Denn die teilen sich doch die 15 Newton auf. Also habe ich hier 25 Newton und hier auch 25 Newton. Typisches Beispiel der losen Rolle, ne? Die teilen sich beide die Last von 50 Newton auf. Die lose Rolle bewegt sich nicht, wenn beide Kräfte insgesamt gleich sind. 25 plus 25 ist 50 und die 50 Newton. Ich möchte jetzt nicht anfangen mit negativen Zahlen und so weiter. Wir machen das jetzt mal nicht. Bloß nochmal dazu, dass man so rankommt, bewegt sich was, bewegt sich nichts, welche Kraft ist der anderen gleich groß und so weiter. Wenn wir nämlich dann bei der schiefen Ebene weitermachen, müssen wir nämlich auf sowas hier Rücksicht nehmen und müssen dann auch richtig malen. Dann kann man nämlich sogar bei der schiefen Ebene ohne komplizierte Berechnungsmethoden die sogenannte Hangabtriebskraft ermitteln. So, und auf der schiefen Ebene, da deute ich es jetzt mal schon an, was da auf uns zukommt.
Und zwar, was man ja gar nicht glaubt, ich nehme mal ganz schnell ein Automodell und mal das hier so hin. Und wir wissen alle, dass so ein Auto gerne bergab fahren würde, wenn man es nur losließe. Das heißt, hier wirken verschiedene Kräfte. Und jetzt, Achtung, das Auto vereinige ich in einem Massepunkt und zeichne mal die Gewichtskraft hin. Die wirkt trotz alledem nicht senkrecht zum Hang, sondern senkrecht zur Erdoberfläche, FG. Tja, aber irgendeine Kraft scheint doch das Auto bergab zu ziehen. Und jetzt kommt die andere Geschichte. Es gibt noch eine Kraft, und zwar eine sogenannte Normalkraft, die wirkt hierhin, hier. Das ist die Andruckkraft sozusagen der Reifen. Die wirken nämlich genau auf die Fläche. Und Normalkraft sagt man zu dem Grünen. Und jetzt kommt das Verrückte, jetzt in Lila, damit es schön bunt wird. Und hier ergibt sich die sogenannte FH, Hangabtriebskraft. Und die kann man auch grafisch ermitteln. Aber das mache ich jetzt hier nicht. Also das wird jetzt hier zu unübersichtlich. Das machen wir dann beim Thema schiefe Ebene nochmal genau. Und das ist diese lila Kraftkomponente, Hangabtriebskraft, die treibt mein Auto nach unten. Das ist der ganze Trick. Ich mache jetzt das Video erstmal dicht, bevor ich nochmal ganz schnell zusammenfasse. Also, Vektoren, Moment, ich fasse zusammen, vielleicht ergibt sich die Frage dann. Vektoren drückt man so aus, dass man ein Pfeilchen, immer von links nach rechts, über eine vektorielle Größe, also eine gerichtete Größe macht. Gerichtete Größe wäre in diesem Fall hier die Kraft, Gewichtskraft. Und das Schicke an diesen Vektoren, man kann die als Pfeillängen darstellen mit Richtung, das ist die Richtung, und der Richtungssinn ist der Pfeil. Man nimmt, damit man dann zu dieser Methode auch wirklich kommen kann, einen entsprechenden Maßstab. Man sagt, na, wenn ich 35 Newton habe, dann nehme ich am besten, weil es auf mein Blatt passt, 3,5 cm. 35 cm wäre zu groß. Dann kann ich nämlich sagen, wenn sich ein neuer Pfeil ergibt, der 5 cm lang ist, ergäbe das 50 Newton. Dann hat man einen Versuch gemacht. Zwei Schüler haben an einem Seil gezogen, wo 50 Newton Gewichtskraft wirkten, mit einem 5 Kilo Gewicht. Und man kann dann hier, und wir haben angenommen, das wären 150 Grad, die wir als Winkel hier oben drüber gemessen hätten. Und man kann dann sagen, okay, jetzt habe ich hier die zwei Wirklinien der beiden Schülerkräfte. Aber ob die genauso sind, weiß ich noch nicht. Damit das besser passt, habe ich einen anderen Maßstab genommen. Nicht 5 cm, sondern 5 Kästchen für 50 Newton. Und dann hat das hier raufgepasst. Und jetzt kommt das Schicke. Ich zeichne zu Anfang erstmal an dem gemeinsamen an dem gemeinsamen Angriffspunkt aller Kräfte, hier rot, zeichne ich erstmal die Kräfte ein, die es betrifft. Und zwar Gewichtskraft, schon in der richtigen gewollten Länge mit 5 Kästchen. Und die Wirklinien der anderen beiden Kräfte der Schüler. Die kann ich erstmal so lang malen, wie ich will. Denn Vektoren darf man verschieben, aber immer nur parallel verschieben. Und wenn ich die beiden, also die dunkelgrüne und die hellgrüne Linie, entsprechend so lange parallel verschiebe, bis sie sich hier oben treffen mit meinem Ende der Gewichtskraftstrich, die habe ich auch nach oben verschoben, dann kann ich hier ablesen, in Orange, wie lang sind denn die wahrlich gewesen, die beiden Kräfte der beiden Schüler. Ich kann also sagen, wenn das 5 Kästchen sind und das wären jetzt zum Beispiel 6 Kästchen lang, dann entspräche das 60 Newton. Einmal 60 hier, einmal 60 da. Gesamtkraftaufwand von 120 Newton für lumpige 50. Das ist keine kraftsparende Einrichtung, weiß ich. Noch eine andere Geschichte. Wenn sich zwei Hunde um irgendwas streiten, von oben jetzt, und ich vereinige das wieder in einem gemeinsamen Massepunkt hier, dieses Stück, vielleicht ist es ein Spielzeug, vielleicht ist es ein Knochen, und beide Hunde sind gleich stark und ziehen beide genau in entgegengesetzter Richtung, dann wissen wir, aha, dann ändert sich der Bewegungszustand des roten Gegenstandes überhaupt nicht, das heißt, er bleibt in Ruhe. In der Praxis sieht man natürlich ein Hin- und Hergeruckel, weiß ich. Andere Sache, unsere lose Rolle ist nichts anderes als zwei tragende Seile. Die tragen aber gemeinsam eine Last von 50 Newton, also hat jeder 25 Newton. Dann darf ich die auch bloß entsprechend so lang zeichnen, sodass sie insgesamt wieder 50 Newton ergeben. Noch ein Ausblick auf die schiefe Ebene, da brauchen wir nämlich dieses Verfahren. Da habe ich die sogenannte Hangabtriebskraft. Aber da kommen wir dann später drauf. Ich schließe das Video ab.